2011 wurde der aktuelle der The Beatle vorgestellt. Wesentlich eigenständiger und charaktervoller als sein Vorgänger New Beatle, wenn auch nicht mit dem unbedingten Charme der Legende Käfer. Mit neuen Motoren rückt man jetzt zumindest wieder ein Stück auf. Frühling 2012, drei neue Käfer krabbeln in die VW Beetle-Flotte. Einer von ihnen ist ein Diesel, wenn man so will, der Sparkäfer des 21. Jahrhunderts. Willkommen zurück, Sparkäfer. Um drei Motoren wird die Beetle-Palette erweitert. Den Einstieg in die Beetle-Welt markiert mit 16.950 Euro ab sofort der 1,2 TSI mit 105 PS. Zudem kommt ein 1,4 TSI mit 160 PS. Kostenpunkt für die Basis 19.825 Euro. Aber wir wollen ja wissen, wie gut ist der neue Diesel und vor allen Dingen, wie viel Sparkäfer steckt in ihm. Der Original-Sparkäfer, das war der VW 1200a. Mit 34 statt 44 PS boxte er sich damals durch die Ölkrise. Sparsamer Motor, schlichte Ausstattung und trotzdem vollwertiges Auto. Genau diese Tugenden scheint die Dieselversion des The Beetle auch zu haben. Schnucklige 105 PS, 180 km/h Spitze, 4,5 Liter Dieselverbrauch, der CO2-Wert 119 Gramm pro Kilometer. Also lediglich 4,5 Liter Diesel verbraucht der auf 100 Kilometer. Rein theoretisch, sagt VW, wäre sogar die Strecke Lissabon-Portugal, also von hier bis nach Frankfurt möglich mit nur einem einzigen Tankstopp. Wenn das wirklich stimmt, würde ich sagen, ist es wieder mal einen symbolischen Spar-Euro für unsere Beetle-Büchse wert. Unbedingt sogar, denn trotz kleinem Diesel und aller Sparsamkeit fehlt es nicht an Fahrspaß. Mit ordentlich Druck jagt er vorwärts, hängt hellwach am Gas und knurrt in typischer TDI-Manier. 260 km/h zeigt der Tacho, die Nadel aber hängt auf 180 fest. In allen Modellen gibt es das gleiche Kombi-Instrument. Das mindert die Produktionskosten. Viele andere Einsparungen dieser Art findet man beim genaueren Hinschauen. Und das bedeutet Einzahlen in die Käferkasse. Den Euro, den gibt es aber auch nur, weil wir davon ausgehen, dass VW auch die Einsparung an den Käufer weitergibt. Aber dazu später mehr. Beim originalen Sparkäfer ging es noch um Verzicht, heute längst keine Tugend mehr. Und so bietet VW allerhand, um dem Gusto des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. In aller Sparsamkeit natürlich. Was den neuen Beetle auch ein bisschen zum Sparkäfer werden lässt, ist eine nicht üppige, aber zumindest ausreichend ausgestattete Basisversion. Es gibt zum Beispiel ein Multifunktionsdisplay, elektrische Fensterheber, man kann sich über ein Radio inklusive freuen, 16 Zoll Räder, und es gibt sogar einen Berganfahrassistenten. Alles für Umme. Da haben wir in einer Rutsche einfach mal richtig schön auf der Beetle-Bank angespart. Zudem kommt ein hoher Alltagsnutzen, großer Kofferraum, Platz für vier. Also vollwertiges Auto, ausreichende Ausstattung, sparsamer Motor. All die Attribute, die den VW 1200a zum Sparkäfer machten, treffen auch auf den 1,6 TDI des Beetle zu. So, eigentlich kann man ja sagen, dass der neue Dieselkäfer, Bug, Beetle, wie immer man auch den knuffigen, kugeligen VW nennen möchte, ein würdiger Ersatz ist, ein würdiger Nachfolger für den Sparkäfer der 70er. Ist ja auch schon ordentlich was drin, ne? Da hat man ordentlich was weggespart. Bei den derzeitigen Dieselpreisen jedoch fällt das Sparen wirklich nicht leicht. Aber sparen muss man schon, will man sich den Beetle 1,6 TDI leisten. 19.375 Euro in der Basis wohlgemerkt, das zweiteuerste Grundmodell der Baureihe überhaupt. Aber irgendwann hat man das Geld schon wieder eingefahren. Selbst wenn das Jahrzehnte dauern sollte. Denn eins ist gewiss, so ein Beetle, der läuft und läuft und läuft.